Seit 2014 betreibt die CIA geheime Einrichtungen in der Ukraine und rückt damit immer näher an die russische Grenze heran. Könnte dies ein Grund sein, dass sich Putin dazu entschieden hat, also einer der Gründe, weshalb Putin sich dazu entschieden hat, 2022 in die Ukraine einzumarschieren? Nun, dieser Frage ist Marc Friedrich in seinem neuen Video nachgegangen. Hatte Putin doch recht? Wurden wir jahrelang an der Nase herumgeführt und angelogen? Hat die CIA in der Ukraine Geheimbasen, gegen Russland anzukämpfen? Was ich dir heute präsentiere, ist wirklich hochbrisant und es besteht mal wieder, dass das Bild vom friedlichen und unschuldigen Westen, der nur die Ukraine beschützen will, so nicht ganz stimmt. Denn jetzt gibt es neue, krasse Enthüllungen der New York Times, die ein ganz anderes Bild des Krieges zeichnen. Die USA sollen nicht nur maßgeblich an der Strategie der Ukraine beteiligt gewesen sein, sie haben sich sogar dort Spionageeinrichtungen der CIA eingerichtet und finanziert. Klingt explosiv, war es dann ja auch leider und ist es auch. Um was es genau geht, das erfährst du heute in einer neuen, spannenden Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Dass die CIA hier so selbst so aktiv war, das ist tatsächlich etwas Neues. Aber dass die USA dort vor Ort waren, beispielsweise der Firma Academy, das ist nichts Neues. Also die USA, die haben, also das ist schon lange bekannt, die haben seit dem Putsch in der Ukraine 2014 sich immer weiter in den ukrainischen Staatsapparat eingearbeitet. Die haben die ukrainische Wirtschaft vor allem immer weiter unter ihre Kontrolle gebracht. Ich meine, große Teile der Ackerflächen in der Ukraine sind heute an amerikanische Agrarkonzerne wie Cargill verpachtet. Große ukrainische Unternehmen befinden sich in der Hand amerikanischer Aktionäre. Westliches Kapital ist in der Ukraine absolut dominant und hat seit 2014 russisches Kapital wirklich, ja, umfassend abgelöst. Und wie gesagt, auch in den ukrainischen Sicherheitsstaat haben sich die USA und die NATO immer weiter vorgearbeitet. Die Kooperationen zwischen Ukraine und NATO, die gemeinsamen Militärmanöver und wie gesagt, die Präsenz der Söldnerfirma Academy, ehemals Blackwater. Das spricht eigentlich alles dafür, dass hier ein NATO-Beitritt vorbereitet wurde, ohne dass man ihn gleich betrieben hätte, denn damit hätte man Russland wohl ja zu sehr provoziert. Also dann hätte es diesen Krieg vielleicht noch früher gegeben, aber den Krieg, den hat es dann ja ohnehin gegeben. 2021 hat Putin nämlich der NATO ein letztes Ultimatum gestellt. Die Ukraine bleibt neutral und wir marschieren dort nicht ein. Und Antwort der USA, über den Status der Ukraine gibt es nichts zu verhandeln. Also der Westen hat zumindest nichts gemacht, um diesen Krieg zu verhindern. Hier schreibt gerade einer, man sollte sich, wenn man sich von YouTube unabhängiger machen sollte, auch noch einen Rumble-Account machen. Na, kann ich auch noch mal gucken. Aber bei Odyssee, da hast du den Vorteil, dass Odyssee alle Videos, die du auf YouTube hochlädst, synchronisiert. Das heißt, bei Odyssee, da lädst du automatisch Videos hoch, wenn du sie auf YouTube hochlädst. Ich glaube, auf Rumble ist das nicht so. Ich weiß es aber nicht. Könnt mich ja korrigieren, wenn ich mich da irren sollte. Bevor wir loslegen, aber eine andere brisante Enthüllung und Ankündigung, nämlich mein zweites Event, Marc lädt ein, wird stattfinden aufgrund der großen euch die Tickets. Es ist limitiert, die Kriegsrhetorik im Westen immer weiter zunimmt. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, unbedingt anschauen. Ja, kommt der Krieg nach Deutschland? Und wenn ich die Kriegsrhetorik anhöre von Pistorius, von Kiesewetter, aber auch von Strack, Rheinmetall, dann muss ich sagen, wird es mir ganz flau im Magen, weil so eine Kriegsrhetorik haben wir seit über 80 Jahren nicht mehr gehört. Und jetzt ist es anscheinend wieder en vogue. Die Kriegsgeilheit auch vieler Mitbürger ist beängstigend. Aber im Ernst mal muss man es auch im wahrsten Sinne des Wortes militärisch verteidigen. Und jeder muss wissen, wer dieses Europa angreift, bekommt es mit 27 Nationen zu hören. Hören Sie genau hin! Was ist deine Meinung? Niemand will dieses Europa angreifen. Also das ist ja diese Lüge. Russland plant einen Angriff auf EU- bzw. NATO-Gebiet. Was einfach Quatsch ist. Also dafür gibt es absolut. Also Putin hat sogar explizit gesagt, dass Russland keine Angriffe auf Polen oder aufs Baltikum starten würde. Wäre er auch einer selbst. Also selbst wenn das nicht zu einer atomaren Eskalation führen sollte, was schon hochspekulativ ist. Selbst dann hätte Russland in konventioneller Hinsicht keine Chance gegen die NATO. Es ist einfach so. Wenn die NATO mit ihren eigenen Armeen, mit ihren eigenen Soldaten, mit allem, was sie hat, da kämpfen würde, dann würde Russland auf lange Sicht einen solchen Abnutzungskrieg verlieren. Wir sehen ja schon in der Ukraine, wie Russland sich gegen ein viel kleineres und schwächeres Land, das mit NATO, nur mit NATO-Waffen hochgerüstet wurde, sehr, sehr schwer tut.
dazu bitte auch mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn du neu hier bist und auch gegen Krieg bist und für Frieden bist, freue ich mich natürlich über ein Abonnement und wenn du das Video teilst. Und ihr alle kennt die Argumente aus den Nachrichten und aus den Talkshows. Am Krieg in der Ukraine ist alleine Russland und der böse Imperator Wladimir Putin schuld. Er wollte sich die Ukraine schon immer einverleiben. Als nächstes wären dann die baltischen Staaten und Polen dran, wenn die NATO sie nicht verteidigen würde. Der Westen sei bis heute unschuldig und der Krieg hat sowieso erst im Jahr 2022 begonnen. Diese Aussagen hört man in den Medien, in der Politik immer und immer wieder. Wissen Sie, es wird immer von roten Linien gesprochen. Es gibt nur eine einzige rote Linie und die wurde am 24. Februar 2022 von Putin überschritten, als er die Ukraine angegriffen hat. Und das dann zu sagen, das sind irgendwie die USA haben dort keine Interessen, die USA haben keine bedeutende Rolle. Das ist ein europäischer Konflikt. Immer und immer wieder wurde wiederholt, dass der Krieg nicht provoziert war. Der Öffentlichkeit wurde erklärt, dass es sich um einen Krieg ohne Also die USA haben keine bedeutende Rolle, die USA haben keine Interessen. Also ist dieser Auftritt von Victoria Nuland, wo sie 2014 davon spricht, dass die Regierung Janukowitsch doch bitte zu den internationalen Partnern, also zu IWF und EU zurückkehren möge und ihre Verpflichtungen wieder erfüllen möge und die USA über 5 Milliarden Dollar investiert hätten, um diese und andere Ziele zu schützen, dieser Auftritt, der hat wohl nicht stattgefunden. Also es ist doch Realsatire angesichts solcher Äußerung von US-Regierungsvertretern zu behaupten, die USA hätten da keine Interessen. Wenn die USA da keine Interessen hätten, würden sie nicht 5 Milliarden Dollar investieren, um diese Interessen zu schützen. Also 5 Milliarden Dollar, die gibst du nicht aus, weil du so großherzig bist und der Ukraine helfen willst, sondern weil du Interessen hast. Ohne Grund handle, dass die Ukraine keine Schuld treffe und dass die Invasion ausschließlich mit den Absichten und der Psychologie eines Mannes des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu erklären sei. Und bevor sich der eine oder andere echauffiert, eins vorweg, ja, natürlich ist der Einfall von Russland zu verurteilen und ich will Putin auch mit dem heutigen Beitrag auf gar keinen Fall irgendwie in Schutz nehmen. Mir geht es darum, die Perspektive wieder richtig zu rücken, die uns im Westen vollkommen verloren gegangen ist, weil wir durch eine Art Framing und Propaganda nur in die eine Richtung schauen. Erinnert euch doch nur mal an die ganze Medienberichterstattung der letzten 2 Jahre. Von Anfang an war es klar, der Russe ist unfähig, die werden den Krieg sowieso verlieren, Putin ist verrückt, er hat Krebs, ist bald tot, etc. pp. Die Ukraine wird gewinnen, es ist nur eine Frage der Zeit. Nichts von dem ist eingetroffen. Also die Wahrheit liegt meistens irgendwo in der Mitte. Lasst euch nicht irgendwie in das Licht führen. Erinnern wir uns also, dass die Ukraine militärisch besser performt, als man am Anfang gedacht hätte? Okay, das mag sein. Also sie hält sich jetzt schon 2 Jahre gegen ein wesentlich größeres, wesentlich stärkeres und wahrscheinlich ein wesentlich weniger korruptes Land. Ich meine, die Ukraine ist ja so ziemlich eines der korruptesten Länder auf der Welt. Das Pentagon weiß bei 59% der Waffen, die sie in die Ukraine geliefert hat, nicht mehr, wo sich diese Waffen befinden. Also die Ukraine, also die Waffen, die landen mit einer mehr als 50%igen Wahrscheinlichkeit auf dem Schwarzmarkt, wenn man die in die Ukraine liefert. Das ist der Stand der Dinge. Und trotzdem schafft es die Ukraine so lange durchzuhalten. Das ist schon mal eine Leistung, das kann man anerkennen. Aber vergessen wir nicht den größten Irrtum des Westens. Diese Wirtschaftssanktionen, die werden Russland ruinieren. Nein, werden sie nicht. Die russische Wirtschaft wächst, die europäischen Wirtschaften schrumpfen. Vor allem voran die deutsche Wirtschaft, wo mittlerweile 20% unserer energieintensiven Industrie abgewandert sind. Russland erlebt gerade einen Wirtschaftsboom. In Russland werden jedes Jahr 1,2 Millionen neue Wohnungen gebaut, in Deutschland 200.000 bis 300.000. Also wenn man sich einfach anschaut, wie die Zahlen auseinanderhinken, wenn man sich anschaut, wie viel stärker die russische Wirtschaft wächst, wie gut sie sich entwickelt hat, trotz dieser Sanktionen, dann kann man hier wohl von einer totalen Niederlage des Westens sprechen. Hinterfragt alle Aussagen, immer überlegen, cui bono, wem dient es? Und was ist vielleicht die Absicht hinter der Aussage? Will man euch in eine gewisse Richtung ja, framen, Nudging betreiben, Propaganda manipulieren etc.? Und wir alle wissen, dass es natürlich eine Osterweiterung der NATO gab. Wir alle wissen, es gab dieses Gespräch, kein Schritt Richtung Osten mit Baker und damals Gorbatschow. Wir alle wissen, dass natürlich auch der Westen seinen Teil der Schuld mitträgt. Und natürlich, nochmal, ist jeder Krieg zu verurteilen. Und natürlich gibt es immer Profiteure von Krieg, diejenigen, die die Kriegs... Ich finde Krieg auch schlecht. Also, dass man dieses moralische Bekenntnis überhaupt noch abgeben muss. Das sollte sich eigentlich von selbst verstehen, dass man Kriege verurteilt. Aber dass man so... Also, dass einem solche Bekenntnisse überhaupt abgefordert werden, dass einem abgefordert wird, sich zu Selbstverständlichkeiten zu bekennen. Also das zeigt, wie irre dieser Diskurs sich mittlerweile radikalisiert hat. Wie sehr die Kriegstreiber den Diskurs beherrschen. Also eigentlich sollten solche Bekenntnisse, ich finde Krieg auch schlecht, gar nicht zur Debatte stehen. Also
Kein vernünftig denkender Mensch würde sagen, ja, Krieg ist moralisch etwas Gutes und Befürwortenswertes. Waffen, die Munition herstellen, diejenigen, die teuer LNG-Gas an Deutschland verkaufen, diejenigen, die die Nord Stream Pipeline gesprengt haben, diejenigen, die jetzt nicht in der Deindustrialisierung festsitzen oder die teuerste... Okay, weil diejenigen, die die Nord Stream Pipelines gesprengt haben, da guckt kein Bein aus der Ecke. Also, alles gut. Ja. Also, ich wusste nicht, warum Mark Friedrich noch nicht gestrikt wurde, noch nicht gesperrt wurde. Ich weiß es nicht. Also, der Mann bringt hier die kritischsten Inhalte und kann das einfach machen. Also Respekt an der Stelle. Die Energie der Welt zahlen. Beziehungsweise, das ist ja totales Willkürregiment, was Plattformen wie YouTube fahren. Also vielleicht hat er auch einfach Glück gehabt. Das weiß ich natürlich nicht. Ja, müssen wir alle in Deutschland oder in Europa auch auf der Verliererseite zum großen Teil. Aber genug der Rede, kommen wir zu den dramatischen Enthüllungen, die wirklich hochbrisant sind. Die New York Times hat am Wochenende in einem explosiven Dossier enthüllt, dass der US-Geheimdienst CIA schon seit 10 Jahren in der Ukraine präsent und aktiv ist. Du hörst richtig, seit 10 Jahren. Die Ukraine sei so zu, Zitat, Washingtons wichtigsten Geheimdienstpartner gegen den Kreml geworden. Die Zeitung beruft sich auf die Informationen eines hochrangigen Geheimdienstkommandanten. Im Artikel ist die Rede von einer weitreichenden Partnerschaft zwischen der CIA und der ukrainischen Regierung mit dem Ziel, gegen den Feind Russland zu arbeiten. Und das war wohlgemerkt vor dem Ausbruch des Krieges 2022. Wir reden hier von 2014. Das heißt, 2014 als auch die Orangene Revolution, die Proteste am Maidan begonnen hatten. Und wir wissen ja, Victoria Nuland hat schon vor einigen Jahren gesagt, fuck the EU, und man hat 5 Milliarden Gelder in die Ukraine gepumpt, um den Umsturz zu generieren, weil man wollte einen westlich orientierten Präsidenten implementieren. Und das hat man im Endeffekt auch gemacht. Weiter heißt es im Artikel der New York Times, einem hochrangigen europäischen Beamten zufolge wog Putin gegen Ende 2021 ab, ob er seine groß angelegte Invasion starten sollte, als er mit dem Leiter eines der wichtigsten russischen Spionagedienste zusammentraf, der ihm mitteilte, dass die CIA zusammen mit dem britischen MI6 die Ukraine kontrolliere und sie zu einem Stützpunkt für Operationen gegen Moskau mache. Und was nun aufgedeckt wurde, zeigt, dass diese Einschätzung des russischen Geheimdienstes absolut zutreffend war. Seit 2014 hat die CIA ukrainische Geheimdienste und paramilitärische Kräfte aufgebaut, ausgebildet und bewaffnet, die sich an Attentaten und anderen Provokationen gegen prorussische Kräfte in der Ostukraine, gegen russische Kräfte auf der Krim und jenseits der Grenzen in Russland selbst beteiligt haben. Du hörst richtig. Interessanterweise wurde ein Absolvent dieses CIA-Trainings, der damalige Oberstleutnant Krylo Budanov, das ist der nette Herr hier im Bild, wurde später sogar Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes. In der New York Times heißt es dazu, als sich die Partnerschaft nach 2016 vertiefte, wurden die Ukrainer ungeduldig angesichts der ihrer Meinung nach unangemessenen Vorsicht Washingtons und begannen, Attentate und andere tödliche Operationen zu inszenieren, die gegen die Bedingungen verstießen, denen die Ukrainer nach Ansicht des Weißen Hauses zugestimmt hatten. Wütend drohten Beamte in Washington damit, die Unterstützung einzustellen, was sie jedoch nie taten. Ja, holla die Waldfee. In anderen Worten, ukrainische paramilitärische Kräfte, die von den Vereinigten Staaten und der NATO bewaffnet, finanziert, ausgebildet und angeführt wurden, ermordeten systematisch Kräfte, die engere Beziehungen zu Russland befürworteten. Und es wird noch krasser. Der Geheimdienst, also in diesem Fall die CIA, spielte eine zentrale Rolle beim Anheizen des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland. Zunächst in Form eines Krieges auf niedrigerer Ebene gegen prorussische Separatisten in der... Ja, bevor wir dazu kommen, ihr habt es gerade richtig gehört, der ukrainische Geheimdienst ist für politische Morde verantwortlich. Also ist auch schon länger bekannt, aber das in Verbindung mit der CIA. Also... Was soll man dazu noch sagen? Also das ist dann diese Demokratie, die in der Ukraine verteidigt wird. Die CIA bringt ukrainischen Spezialkräften bei, wie sie am besten Oppositionelle ermorden können. Also das macht die CIA häufiger. Das ist jetzt nichts Unnormales, beziehungsweise es ist schon seit Jahrzehnten gängige Praxis, dass US-Botschaften nach proamerikanischen Putschen in Ländern, die die USA gerne in ihre Einflusssphäre ziehen würden, diesen Regierungen dann Todeslisten geben von Leuten, die bitte die nächsten Monate nicht überleben sollen. Alles völlig normale Praxis in der US-amerikanischen Außenpolitik. Aber das ist anscheinend zumindest so ähnlich auch in der Ukraine passiert. Was soll man dazu sagen? Die Muster wiederholen sich. Also diese ganzen Farbenrevolutionen, diese proamerikanischen Putsche, die sehen immer
en Detail ein bisschen anders aus, aber die Grundzüge, die sind immer ähnliche. Und je länger man das, je größerem Abstand man es betrachtet, desto mehr Enthüllungen kommen raus und desto mehr wird eigentlich fast jedes Mal klar, wie tief die USA da ihre Finger im Spiel hatten. Ostukraine und dann in Form eines umfassenden Krieges nach der russischen Invasion im Februar 2022. Und deswegen sehen wir auch immer wieder Bilder auf X, wie zum Beispiel englisch sprechende Söldner auf einmal auf russischer Seite kämpfen. Die New York Times berichtet über mehrere Attentate zum Beispiel. Hier ein Zitat. Eine mysteriöse Explosion in der von Russland besetzten Stadt Donetsk in der Ostukraine zerriss einen Aufzug, in dem sich ein ranghoher russischer Separatistenkommandeur namens Arsen Pavlov befand, der unter seinem Pseudonym Motorola bekannt ist. Die CIA erfuhr bald, dass es sich bei den Attentaten um die Mitglieder des 5. Direktorats handelte, einer Spionagegruppe, die von der CIA ausgebildet wurde. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst hatte den Beteiligten sogar Erinnerungsabzeichen ausgehändigt, auf denen jeweils das Wort Lift, die englische Bezeichnung für einen Aufzug, aufgestickt war. Also nochmal zusammengefasst und für jeden zum Mitschreiben. Die Ukraine war oder vielmehr ist vielleicht noch eine Art Operationsbasis für die CIA und zudem ein Sprungbrett, um von dort Informationen über Russland zu sammeln. Und offenbar war die Beziehung sehr ertragreich, denn schon bald wollte die CIA diese Beziehung weiter ausbauen. Im Artikel heißt es hierzu, die Beziehung... Weil jetzt gerade einer im Chat schreibt, die Ukraine hat eine offizielle Kill-Liste. Ja, das ist sehr dubios. Da stehen völlig harmlose Personen drauf. Also, es gibt tatsächlich aus dem Umfeld des ukrainischen Sicherheitsgeheimdienstes so eine Liste, wo alle möglichen Personen aufgelistet werden, die der Ukraine irgendwie feindlich gesonnen sind. Ich glaube, sogar eine Ulrike Gorodik steht da drauf. Ihr Verbrechen, sie hat Frieden in der Ukraine gefordert. Also das ist nicht normal, was da auf dieser, ja, was in diesem Land da passiert. Zumindest wenn man das mit Westeuropa vergleicht. Aber das ist dann, wie gesagt, die Demokratie, die wir dort verteidigen. War so erfolgreich, dass die CIA sie mit anderen europäischen Geheimdiensten wiederholen wollte, die sich ebenfalls auf die Bekämpfung Russlands konzentrierten. Der Leiter von Russia House, der Abteilung der CIA, die Operation gegen Russland überwacht, organisierte ein geheimes Treffen in Den Haag. Dort kamen Vertreter der CIA, des britischen Geheimdienstes MI6, des HUR, des niederländischen Dienstes, eines wichtigsten Verbündeten der Geheimdienste, und andere Stellen überein, ihre Erkenntnisse über Russland stärker zu bündeln. Das Ergebnis war eine geheime Koalition gegen Russland und die Ukrainer waren wichtige Mitglieder dieser Koalition. Also ruft euch das mal alles bitte in Erinnerung. All diese Aktivitäten fanden lange vor der russischen Invasion im Februar 2022 statt. Das heißt, die Amerikaner waren von Anfang an beteiligt und waren tief in den Konflikt mit involviert. Und es wurde ganz unverblümt ausgesagt, man möchte den Feind Russland bekämpfen. Also versetzt euch mal in die Situation des anderen. Wenn man weiß, die setzen sich zusammen, die schließen sich zusammen, die haben ein ganz klares Feindbild, weil dann ist der Tag auch richtig gut strukturiert und man weiß, man bekämpfen muss. Und man sammelt Informationen und möchte geballt gegen dieses Land kämpfen. Ja, deswegen übrigens auch die Zusammenarbeit mit ukrainischen Neonazis. Da wird ja immer gesagt, ja, es gibt in der Ukraine Neonazis, aber die gibt es auch in anderen Ländern. Aber in der Ukraine wurden diese Neonazis durch pro-westliche Kräfte systematisch in Machtpositionen im Militär und Geheimdienst gesteckt, damit sie eben den pro-westlichen Kurs der Ukraine fanatisch mittragen. Wenn du da irgendwelche Opportunisten hinsetzt, die schwankend sind, die könnten dich verraten. Aber wenn du da ideologisch überzeugte Leute hinsetzt, die für den Kampf gegen Russland sterben würden, dann ist der pro-westliche Kurs der Ukraine festgeschrieben. Diese Neonazis, die sind für Russland nicht ein Problem, weil Russland ein Problem grundsätzlich mit Rechtsradikalismus hätte. Also das ist Russland relativ egal, wenn es mit irgendwelchen Ländern zu tun hat, wo Rechtsradikale an der Macht sind. Also das ist fast jedem kapitalistischen Staat egal, welche Innenpolitik nun andere Staaten, mit denen er verbündet ist, genau treiben. Diese Neonazis in der Ukraine, die sind für Russland ein Problem, insofern sie die geostrategische Position der Ukraine im westlichen Lager festigen. Diese rechtsradikalen Kräfte in der Ukraine, die stärken die Machtposition des Westens. Und sie sind explizit antirussisch. What? Jetzt wird sicherlich der ein oder andere von euch etwas stutzig sein und sich fragen, Moment mal, warum veröffentlicht die New York Times, die ja eigentlich ein Sprachrohr des US-Establishments ist, jetzt so einen Artikel eigentlich gegen den Westen und pro Russland fast schon. Meine Einschätzung ist, dass der Times-Artikel weniger eine Enthüllung ist, als vielmehr eine kontrollierte Freigabe von Informationen.
Immer fragt euch, cui bono, wem dient es? Was will man damit erreichen? Ist es eine Art Framing, Nudging, wenn man der breiten Masse wieder irgendwas ins Unterbewusstsein einträufeln? Die beiden Autoren hinter dem Artikel, Adam Antes und Michael Schwirtz, sollen mehr als 200 Interviews mit derzeitigen und ehemaligen Beamten in der Ukraine und anderswo in Europa und in den Vereinigten Staaten geführt haben. Und diese Aktivitäten hätten kaum ohne das Wissen oder die Erlaubnis der CIA sowie der Regierung Zelensky und des ukrainischen Geheimdienstes stattfinden können. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Aus dem Grund ist es für mich sehr wahrscheinlich, dass die Veröffentlichung einen tieferen Grund hat. Ich glaube, es geht um einen Konflikt innerhalb der herrschenden US-Elite über die richtige Politik oder die richtige Strategie in diesem Krieg. Wir haben ja gesehen, dass im letzten Jahr die Gegenoffensive grandios gescheitert ist und es war ein absolutes Debakel. Und wir hatten nur wenige Erfolge zu verbuchen, beziehungsweise es gab enorme Verluste. Und wie du sicher mitbekommen hast, haben die Republikaner im Kongress weitere militärische und finanzielle Hilfen für die Ukraine blockiert und erklärt, dass die USA ihre Verluste dort begrenzen und sich auf den Hauptfeind China konzentrieren müssen. Nochmal ein Feind, nochmal ein Fass aufmachen, klar. Aber unsere grünen Koryphäen wie Ricardo Lang haben ja schon gesagt. Bevor wir jetzt zu unseren grünen Koryphäen kommen, das ist jetzt die optimistische Interpretation, die uns Mark Friedrich hier geliefert hat. Ich meine, andere Leute wie Glenn Greenwald, die hatten auch schon vermutet, dass es sich, also es ist relativ naheliegend, dass es sich hier um eine gezielte Veröffentlichung, gezielte Freigabe von Informationen handelt. Aber die pessimistischere Variante lautet, also man informiert die Bevölkerung jetzt nonchalant darüber, dass die NATO bzw. die CIA schon mit eigenen Truppen vor Ort ist, dass Frankreich, Großbritannien, USA alle schon Spezialkräfte dort haben und man deswegen sowieso eigene Truppen dahin schicken könne. Ich meine, einige osteuropäische Staaten, Emmanuel Macron, die haben schon gesagt, ja, wir können uns grundsätzlich vorstellen, da eigene Truppen hinzuschicken. Und wenn wir eben schon vor Ort sind, ja, dann ändert sich ja auch nicht groß was. Also hier wird sich anscheinend, also das ist jetzt die pessimistischere Variante, hier wird sich vielleicht darauf vorbereitet, wirklich in großem Umfang und nicht nur verdeckt, wie das bisher geschehen ist, sondern in großem Umfang eigene Truppen in die Ukraine zu schicken, mit der Begründung, ja, die sind doch schon vor Ort, hat ja bisher Russland auch nicht groß gestört, was soll's schon anrichten? Also das ist dann die pessimistischere Variante. Und welche Variante jetzt zutrifft, das wird auch vom Frontverlauf in der Ukraine abhängen. Wenn Russland einen Durchbruch gelingt, wenn Russland seine Position massiv verbessert, dann könnte es sein, dass uns mit dieser Begründung, die ich eben gerade genannt habe, bald NATO-Truppen in die Ukraine gesendet werden. Und wenn der Krieg weiter einfriert, dann werden sie, beziehungsweise wenn es zu keinen großen Frontveränderungen kommt, dann werden die USA irgendwie versuchen, die Westukraine ins westliche Bündnis zu ziehen, wenn es möglich ist. Wenn nicht, werden sie vielleicht sogar eine Neutralität akzeptieren, versuchen, diesen Konflikt irgendwie einzufrieren oder sogar beizulegen, um dann entweder auf anderen Schlachtfeldern gegen Russland zu eskalieren oder, und das ist dann das wahrscheinlichere Ziel, den großen Konflikt mit China zu suchen. Denn China wird jedes Jahr wirtschaftlich immer stärker. Die USA steigen relativ gesehen dazu ab. Und dementsprechend ist jedes Jahr, in dem es keine militärische Auseinandersetzung mit China gibt, ein Jahr, in dem sich die relative Machtposition der USA verschlechtert. Und man sieht ja auch gerade im Wirtschaftskrieg gegen Russland, der auf ganzer Linie gescheitert ist, dass die Macht des Westens sehr, sehr begrenzt ist und dass man den Krieg mit China eher heute als morgen suchen sollte, wenn man jetzt ein US-Neokon ist, der die amerikanische Weltherrschaft sichern will. Wenn die USA wegfällt, dann werden wir eben denen ihre Position übernehmen und werden noch mehr Geld da reinpumpen, noch mehr Waffen, noch mehr Krieg. Spannend ist aber, dass die eigentlich berühmteste amerikanische Zeitung jetzt über die faktische Kontrolle des ukrainischen Regimes durch den militärischen Geheimdienstapparat der USA berichtet und damit vielleicht versucht, Druck auf die Republikaner auszuüben, damit die endlich wieder die Kriegsfinanzierung unterstützen. Das könnte natürlich sein, weil die New York Times ist traditionell immer eher demokratisch ausgerichtet, also hinter der Partei von Joe Biden. Und sie argumentiert, dass dieses Geld nicht an eine ausländische Regierung in einem fremden Krieg, tausende von Kilometern von den US-Grenzen entfernt geht, sondern sozusagen an die eigenen Leute. Ja, meine Lieben, so krank ist die Welt schon. Auf der anderen Seite entblößt man damit aber, dass wir... Ja, nicht nur an die eigenen Leute, weil die Ukraine in US... also ein aus den USA gesteuerter Staat ist, sondern an die eigenen Leute, weil die US-amerikanische Regierung daran ganz massiv verdient. Also das ist wirklich die offizielle Argumentation der beiden Regierungen. Wir stärken damit die amerikanische Rüstungsindustrie, wenn wir mehr Waffen in die Ukraine liefern. Also ja, so krank ist die Welt. Das muss man wirklich dreimal unterstreichen. Wir im Westen über Jahre hinweg de facto angelogen worden sind. Ja, so ist es. Alles, was uns serviert wurde, von wegen der Westen hat hier keine Schuld und Putin ist der alleinige Aggressor,
sind leider leere Phrasen. Stellt euch vielleicht auch mal die Frage, wie würden wir reagieren, wenn die Russen in Österreich Geheimdienstbasen installiert hätten, die Österreicher ausbilden, die dann Anschläge auf Attentate auf deutsche Politiker verüben würden? Und falls jetzt von einem oder anderen Zuschauer dieses Video als Putin-Versteher-Show diffamiert werden sollte, dann sage ich es mal ganz klar, ich verurteile jeden Krieg, ich verurteile auch den Einfall Putins in der Ukraine, aber es ist immer nur eine Seite der Medaille. Ich finde es schlecht, Menschen zu töten. So, können wir jetzt bitte wieder über das Thema reden? Also, ja, dieses Bekenntnisse abgeben, es ist ein bisschen müßig, da man Mark Friedrich Versteher diffamieren wird. Das macht man mit oder als Russland-Propagandisten oder als noch Schlimmeres, das macht man mit jedem, der eine abweichende Meinung zu diesem Krieg äußert. Und da müssen wir uns im Westen endlich auch mal ehrlich machen. Wir wissen, dass damals ein Friedensangebot bei den Verhandlungen in Istanbul auf dem Tisch lag. Wir wissen, die USA hat schon seit jeher eine Tradition des Lügens. Ich möchte nur an den Irakkrieg erinnern, und zwar an den ersten als auch an den zweiten. Es war einmal die Brutkastenlüge und dann hatten wir die Weapons of Mass Destruction. Und man hat die Weapons, also die Massenvernichtungswaffen, tatsächlich gefunden. Ich blende es mal hier ein, wie die US-Soldaten die Massenvernichtungswaffen finden und dann stolz in die Kamera halten. Man kann auch den USA nicht glauben, auch wenn es unser großer Bruder ist. Wir wissen, alle Kriege beginnen immer mit einer Lüge und das erste Opfer in einem Krieg ist immer die Wahrheit. Und auch wenn die westlichen Medien behaupten, dass die Ukraine weiterhin geil ist auf Krieg, ist leider nicht so. Ein Großteil der Bevölkerung ist kriegsmüde und hinter vorgehaltener Hand wird schon über Friedensgespräche gemunkelt. Selbst Zelensky soll anscheinend über Friedensgespräche nachdenken, weil natürlich mit jedem Tag, an dem die Russen weiter vormarschieren, wird die Ausgangssituation für Verhandlungen der Ukraine immer schlechter. Und das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn tatsächlich Putin die komplette Ukraine einnimmt. Und erinnert euch noch an die Todesnachricht und die darauf folgende Pressekampagne über den Kreml-Kritiker Nawalny? Es war sofort klar, er wurde ermordet, er wurde von Putin hingerichtet etc. pp. Problem nur, auch da wieder, als man sich schon eingeschossen hatte, kam dann irgendwas ganz anderes heraus. Genauso bei der Korrektivgeschichte, dazu habe ich auch ein Video gemacht, hier anschauen unbedingt, ne? Da wurden wir auch angelogen. Und anscheinend ist Nawalny nicht irgendwie ermordet worden, sondern er ist an einer Thrombose verstorben. Böse Zungen behaupten, es könnte was mit einer gewissen Spritze zu tun haben. Aber Fakt ist, es sagt jetzt nicht irgendwie der Kreml oder der Putin selbst, sondern diese Information kam aus ukrainischen Regierungskreisen sogar. Und jetzt gibt es auch eine Hammers-Nachricht. Und zwar hat Viktor... Was bei Nawalny... Okay, er ist jetzt in russischer Haft verstorben. Also Russland hätte ihn einfach nicht inhaftieren dürfen. Dann könnte man da jetzt der russischen Regierung keine Mitverantwortung... Also es ist nun mal so, wenn politische Häftlinge in Haft sterben, dann ist der erste Verdächtige natürlich erstmal der Staat, der sie in Gefangenschaft hält. Aber was bei Nawalny besonders interessant ist, ist, wenn man das mit Fällen im Westen vergleicht. Also beispielsweise der Fall Gonzalo Lira. Das war ein US-amerikanischer Journalist, der in der Ukraine, in ukrainischer Haft zu Tode gekommen ist. Und wer hat darüber berichtet? Also aus den Mainstream-Medien so gut wie niemand. Also nach Opfern des ukrainischen Staates, die dort zu Unrecht inhaftiert werden, nach denen kräht kein Hahn. Aber wenn in Russland mal ein Oppositioneller inhaftiert wird, dann ist hier wochenlang Ausnahmezustand. Also diese Inäquivalenz, die muss man, glaube ich, ansprechen. Dass die einen Opfer für die westliche Propaganda missbraucht werden und dass die anderen Opfer totgeschwiegen werden. Wenn wir keine alternativen Medien hätten, dann hätte ich wahrscheinlich von Gonzalo Lira beispielsweise nichts mitbekommen. Victoria, fuck the EU, Nuland angekündigt, dass sie demnächst zurücktreten wolle. Jetzt muss man natürlich wissen, Victoria Nuland ist nicht irgendwer, sie ist der Inbegriff vom Deep State. Sie war lange Zeit Vizeaußenministerin der USA und diplomatisch ausgedrückt war die Ukraine eigentlich ihr Hobby, ihr Experimentierfeld, ihr Steckenpferd. Ja, es ist nämlich kein Geheimnis mehr, dass sie maßgeblich daran beteiligt war, dass damals die ukrainische Regierung mit Hilfe der CIA weggeputscht wurde und man hat dafür nur 5 Milliarden Dollar gebraucht. Im amerikanischen Fernsehen hatte sie sogar öffentlich gesagt, dass sie das tun würde, was sie immer getan hätte, nämlich die Demokratie auf der Welt zu verteidigen. Und die Amerikaner dürften nicht vergessen, dass die eigene Wirtschaft ja besonders vom Krieg profitieren würde, da die Waffen ja in den USA hergestellt werden würden. We will do what we have always done, which is defend democracy and freedom around the world, not just for victims of tyrants like Putin, but in our own interest in preserving a free and open international order. That's what we need to do. We've done it before. And by the way, we have to remember that the bulk of this money is going right back into the U.S. economy to make those weapons, including good-paying jobs in some 40 states across the United States. Yeah. Man muss schon sagen, sie sieht schon so ein bisschen aus wie ein... Ja, so krank ist die Welt. Das hatte ich ja vorhin schon erzählt. Das ist die offizielle Argumentation der Biden-Regierung.
Bösewicht aus Star Wars, oder? Außerdem war sie diejenige, die öffentlich im Fernsehen gesagt hatte, dass wenn Russland in die Ukraine einfallen würde, das Projekt Nord Stream beendet werden würde. Seht selbst. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. Hierzu hatte ich auch ein sehr gutes Interview mit Seymour Hersh, als auch ein eigenes Video gemacht. Beide findest du unten in den Shownotes. Stimmt, der war auch bei ihm zu Gast. Das war interessant, als er ihn zu Gast hatte. Also, Viktoria Nuland ist sozusagen eines der Brains hinter allem, was bis heute in der Ukraine passiert ist. Und damit auch verantwortlich für Hunderttausende von Toten auf beiden Seiten. Viktoria Nuland, was bei Nord Stream noch interessant ist, die hat sich dann in den US-Kongress gestellt und dann so ganz schadenfroh gesagt, nun, da Nord Stream ein zerstörtes Stück Metall am Meeresboden ist, also ja, da wird einem Verbündeten ein großer Teil seiner Energieinfrastruktur weggesprengt und die US-Vizeaußenministerin freut sich im Kongress darüber, dass das passiert ist. Also sollte man da bei Nord Stream vielleicht auch nochmal mit erwähnen. Dass sie jetzt zurücktritt, ist schon eigenartig. Was könnte dahinter stecken? Vielleicht ist ihr klar geworden, dass die Ukraine den Krieg verlieren wird oder bereits verloren hat und dass es dann für sie ungemütlich werden könnte. Aber in Europa wird sie in Zukunft durch andere Kriegstreiber ersetzt werden. Zum Beispiel neben Karl Lauterbach und Agnes Strack-Rheinmetall natürlich auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der gerade richtig abgeht wie Luzi. Bei einer Konferenz in Paris sagte er doch tatsächlich, dass der Einsatz von westlichen Truppen inzwischen nicht mehr ausgeschlossen werden könnte. Also ich finde, wir taumeln Richtung Weltuntergang, wenn es so weitergeht, Richtung Weltkrieg. Ich finde das beängstigend. Und ja, mit welchen Aussagen man so lapidar hier um sich wirft, es ist schon eine brandgefährliche Situation, in der wir uns befinden. Ich kann nur hoffen, dass die politischen Entscheidungsträger endlich zur Vernunft kommen und diesen unnötigen und schrecklichen Krieg schnellstmöglich auf diplomatischem Weg lösen, so wie es schon nach wenigen Tagen hätte eigentlich möglich sein können durch die Friedensverhandlungen in Istanbul unter der Regie von Erdogan. Leider befürchte ich, dass der Krieg nach Europa getragen wird. Und ich komme nicht drum rum, nochmals mein 7. Buch zu empfehlen, weil auch hier wird der Kriegszyklus ganz... Also, Videoempfehlungen gehen ja noch, aber da machen wir jetzt, glaube ich, mal einen Cut. Gutes Video von Marc Friedrich. Dem Fazit kann ich mich nur anschließen. Wir können doch hoffen, dass die Kriegstreiber sich aufraffen. Und um hier mal mit einem weit verbreiteten Mythos aufzuräumen, Russland ist zu Verhandlungen bereit. Es hat 4 Bedingungen gestellt. Neutralität, Entnazifizierung, Demilitarisierung und Anerkennung der territorialen Realität. Das sind alles Dinge, auf die man problemlos eingehen könnte, ohne dass die Ukraine ihre staatliche Souveränität verlieren würde. Naja, inwieweit man bei so einem armen kleinen Schwellenland überhaupt von Souveränität sprechen kann. Das könnte man alles machen, ohne dass die Ukraine nicht mehr existieren würde oder so ein Quatsch. Sondern man könnte einfach Frieden schließen. Die Ukraine wäre ein neutraler Brückenstaat zwischen Ost und West. Und ihr würde es wahrscheinlich besser gehen als, ja, also langfristig zumindest, könnte die Ukraine dadurch wirtschaftlich sogar profitieren, indem sie ihre Wirtschaftsbeziehungen zu Russland wiederherstellen könnte. Und der Wiederaufbau könnte dann auch relativ schnell beginnen. Je länger dieser Krieg dauert, desto mehr blutet die Ukraine aus, desto ja schlechter werden die Perspektiven für die Ukraine. Und als westlicher Satellit an der Grenze zu Russland, mit dem man dann auch keinen Handel mehr treibt, sind auch die zukünftigen wirtschaftlichen Perspektiven der Ukraine mehr als düster. Also die Ukraine hätte eigentlich, also für die Ukraine wäre es eigentlich am besten, wenn schnellstmöglich ein Frieden geschlossen wird. Ganz egal, ob man da jetzt einige Oblasten verliert oder nicht, diese Oblasten sind realistisch betrachtet sowieso nicht zurückzugewinnen.